nerven. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die nicht so die 125er gewohnt sind zum Beispiel oder kleinere Maschinen als 1000er, wir haben ja jetzt hier auch 955 Kubik, dass denen das gefällt. Aber wenn du das erste Mal auf so eine V4 aufsteigst, mein lieber Scholli, das ist richtig Arbeiten im Gegensatz zu dem Bike. Also sie wird sehr unruhig, ne? Wenn man im unteren Drehzahlbereich im Keller ist sozusagen, dann wird sie schon unruhig. So, ich sehe nicht zum Spiegel, das nervt mich. Ich bin so ein chronischer Schulterblick-Gucker. Sehr kernig der Sound. Das macht Spaß. Das ist cool. Das kann man mal fahren, das kann man mal ausprobieren. Ich denke, längere Touren sind damit auch möglich, aber man muss halt Abstriche machen. Ja. Also die V4 kostet halt 25, die normale, ne? Standard, ohne Schnickschnack. Ach, die bollert schon, ey. Er kriegt das jetzt so über die Cam nicht mit, aber das ist schon kernig. Und das habe ich übrigens bei Annika im Video gesehen, die Drosselklappenstellung. Ich weiß nicht, ob es bei der V2 auch so ist. Beziehungsweise hat Blackout das, glaube ich, gesagt. Dass genau bei 50, also da, wo dann die Abnahme ist vom TÜV, die Lautstärke, was weiß ich, für einen gewissen Bereich Drehzahl leiser wird, da geht dann die Klappe zu und sobald dann alles was drüber ist, ist die Maschine wieder laut. Ja, weil ja bestimmt bei einem bestimmten Bereich gemessen wird. So, ich drehe voll auf. Jetzt drehe ich voll auf. Seht ihr, was der Drehzahlmesser macht? Also ja, wir sind jetzt natürlich so eine neue Maschine. Ich kann mir vorstellen, dass die noch nicht die Endeinstellung hat. Ich komme immer gegen den Spiegel mit meinen riesigen Pfoten. Das macht schon Spaß. Ich finde das geil, wie das gestaltet ist mit dem Display. Dass das farblich unterlegt ist. Also man kann alles sehr gut ablesen, das gefällt mir sehr gut. Gut strukturiert, also bis auf die kleinen Zahlen unten links, das finde ich jetzt ein bisschen klein für mich, aber ich muss ehrlich dazu sagen, ich trage eigentlich auch eine Brille. Es gibt nichts. Ich glaube, das ist bis jetzt der schönste Quickshifter, den ich hatte. Der Quickshifter von KTM ist auch mega genial, sehr präzise, ja, kein Murren. Ich kann natürlich jetzt bloß von meiner Fahrt, also von der Stunde Fahrt, da ein Fazit zu ziehen, ist natürlich, ja, ich denke, da müsste man mal eine Woche fahren oder so, dass, damit du mal alles erlebt hast. Das ist wie beim ZH2 Video, also wenn du 30.000 Kilometer gefahren bist, dann kannst du auch ein Fazit treffen und das sieht halt auch jeder anders. Da gibt es genügend Leute, die drunter schreiben, das ist nicht so, das ist meine Meinung. Und also für jemanden, der nur am Wochenende fährt zum Beispiel, der sieht das halt ganz anders wie jemand, der das ganze Jahr jeden Tag fährt. Ja. An der Stelle kann ich dieses Fazit nur für mich ziehen. Das heißt noch lange nicht, dass es bei euch auch so ist. Und deswegen bitte ich euch, macht eine Probefahrt, probiert das aus. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich bin jetzt in letzter Zeit so viele Motorräder gefahren und da kristallisieren sich so ein, zwei Sachen raus für mich. Ja. Man merkt richtig krass, wie die Kurbelwelle arbeitet. Da ist richtig viel Arbeit dahinter.
typisch Hot 2, würde ich sagen. Also das, die Maschine ruckelt. Auch im hohen Drehzahlbereich. Das ist jetzt kein hoher Drehzahlbereich, aber sie arbeitet, das merkt man schon. Das ist ein Unterschied, das ist nicht laufruhig. Das ist der Unterschied, glaube ich, zu dem Sechszylinder oder Vierzylinder. Das muss man abkönnen. Das fühlt sich so ein bisschen an. Also jemand, der das nicht kennt, würde sagen, da ist was kaputt. Aber es ist nicht so. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Maschinen an, die hier so rumstehen. Ich glaube, ist das die, die Kuhle auch hat? Nein, die Supersport 59S. Da gibt es aber auch noch eine andere. Mir fällt aber gerade der Name nicht ein. Den Monster. Ja, die V4S, die hat man ja schon. Mega geil, so in dem Design mit der goldenen Felge. Klasse. So, Kawasaki haben wir ja auch. Gehen wir nochmal schnell durch. Die haben übrigens auch Adventure-Maschinen. Na, wenn ihr Bock habt. Also optisch jetzt nicht mein Fall, aber kann man machen. Kawasaki hatten wir ja schon ein paar Mal. Schaut euch das gerne mal an. Das ist ein sehr schöner Laden, muss ich sagen. Sehr schön strukturiert aufgebaut. Auch für jeden, für jede Kubik- oder Hubraumklasse ist was dabei. Wir haben Z650. Auch optisch ein Hingucker in meinen Augen. Kann man so machen. Solides Motorrad. Roller. Also gönnt euch das mal. Fahrt mal her. Guckt euch das an. Hier, Pani. Ja, Panigale V4S. Guckt euch das an. Das ist mega. Aber 30.000 Euro. Ne, muss man so sagen. Da muss man ein paar Scheine hinlegen. Aber was soll ich dazu sagen? Optisch, soundtechnisch, qualitativ, hochwertig. Guckt euch das an. Elektronisches Fahrwerk. Geisteskrank. Geisteskrank. Wirklich. Verrückt. Das ist übrigens diese Abdeckung, die ihr dazu bestellen könnt oder weglassen könnt. Oder die sieht schon geil aus. Die riecht auch noch neu. So, jetzt gehen wir mal schnell rein. So, im Schnelldurchlauf. Multistrada. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also auch nochmal so in die Richtung Adventure. Hier haben wir noch ein paar Rennmaschinen rumstehen. Eine schöne Wand, wie sich das gehört. So stellt sich ein Mann seine Werkstatt vor, nur mal so nebenbei. Ja, die kostet jetzt 34. Special Edition. Und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Das ist übrigens der lange Kennzeichenhalter, also der normale. Und da seht ihr schon, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Also ich würde einen kurzen nehmen, dazu nehmen, nehmt dieses, wenn ihr eine Ducati kauft, nehmt das Paket mit rein. Das ist gleich der erste Punkt auf der Homepage. Ich glaube, es kostet 1,5. Da habt ihr einen Tankdeckel dazu, da habt ihr einen Kennzeichenhalter dazu. Genau. Das ist schon ein schönes Gerät. Ne? Fahrräder haben sie übrigens auch. Ja, für diejenigen, die noch keinen Führerschein haben. Genau. Street Fighter 4 2 S 22. Also 23. 22,9. Kann man so machen. Guckt euch das an. Das ist dieses Audi Grau. Habe ich schon im Internet gesehen. Die kostet jetzt 35. Panigale V4S, Porsche Kreide. Ja. Gönnt ihr, guckt euch mal die Scheibe an. Das ist ja geisteskrank. Ja, wirklich. Wie das aufbaut auch, ne? Verrückt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Da muss ich ihn dann gleich nochmal fragen. Ich traue mich gar nicht dahinter zu gehen, aber ich glaube, das muss ich auch nicht. Also ihr seht, hier ist alles vorhanden. Ja. Eine schöne Abteilung. Auch die Gegend hier ist wirklich schön. Wenn ihr Bock habt, eine Runde zu fahren. Könnt auch übrigens alles zum Motorrad dazu bestellen. Ja, also ihr seid da vollkommen umsorgt. Puh, ich fühle mich schon wohl. Aber wenn ich das Heck sehe, dann wird mir warm ums Herz. Ich würde jetzt gerne was anderes sagen. Guckt euch das einfach mal an. Wie das Heck aussieht. Geisteskrank. Einfach Rennsport. Einfach Rennsport. Ja, guckt euch übrigens auch mal, wenn ihr Bock habt oder Interesse habt, sonntags MotoGP for free. Guckt euch das mal an, gebt euch das mal sonntags auf. Ich weiß gar nicht, wo das läuft. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Genau, hier ist die Kawasaki-Abteilung.
Genau. Also ihr habt da auch alles, ja, alles, Handschuhe, Helme, vom Schlupper bis zum Helm könnt ihr euch hier komplett anhosen. Geisteskrank. Oh, der Helm sieht nice aus. In weiß. Also bringt ein bisschen Kleingeld mit, dann könnt ihr euch hier ein Moped kaufen und komplett einkleiden. Jetzt gehen wir nochmal raus. So Leute, also jetzt nochmal das Gebrauchtwagencenter, sage ich mal, vom selbigen Anbieter Ducati. Hier eine mega geile RSV4. Ich habe mich schon mal drauf gesetzt, aber meine Haxen sind einfach zu lang. Ich könnte kotzen. Vielleicht kann mir jemand helfen beim Abschneiden. Die sieht schon richtig gut aus. Ja, die sieht schon richtig gut aus. 201 PS. Das ist schon geil, aber die Maschine daneben, Bruder, leckt mich am allerwertesten. Alleine diese Winglets, ne, Carbon, die ist so viel Carbon verbaut, dieses ganze, das ganze Setup, das ist richtig stimmig, gefällt mir richtig gut. Aber auch hier leider meine Beine zu lang. Ducati Hyper Motorrad, Hyper, Digga, mir fällt der Name nicht ein, ist auch Wurst. Auf jeden Fall so eine Art Supermoto, geht so in die Richtung, glaube ich, ist daran angelehnt. Ist eine geile Karre. Ich kenne jemanden aus Leipzig, das heißt, ich kenne ihn nicht, weiß, dass sie einer fährt. Die klingt schon gut. Mit dem richtigen Auspuff sieht die schon mega aus. Ja, hier drin haben wir noch jede Menge Bikes, also die V4 habe ich gerade gesehen, Panigale. Geil. Was soll ich dazu sagen? Ich muss eine haben. Ich muss eine haben. Dieses, das ist auch dieses Dekor, ne? Also hier rot-weiß und die Winglets dazu und die, oh, die wäre dann gebraucht natürlich, aber das sollte mich nicht weiter stören. Wir gucken nochmal von unten. Also hier haben wir die normale, ne? Ohne verstellbares Fahrwerk. Aber das ist so Wurst. Das ist so Wurst. Und dahinter haben wir die V4S. Da sehen wir es, den Unterschied. Die hat auch schon diesen Kupplungsdeckel drauf. Oh. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, kommt hierher, guckt euch das an. Auch das hier, ne? Was haben wir denn hier? Ich sehe es nicht. Ich kann meinen Kopf auch nicht. Ich kann mich hier auch nicht durchzwingen, weil mein dicker Bauch, der ist im Weg. Hier haben wir noch einen S1000R für 14. Ja, soundtechnisch geil. Auch die neue RR, also das ist jetzt das Vorgängermodell. Ich finde optisch, die Silhouette vorne sieht mega aus, wenn das Licht an ist, also Tagfahrlicht. Und da fehlen jetzt sozusagen nur noch die Winglets vorne, um auf das neue Modell hinzuweisen, würde ich sagen. Hinten steht auch noch eine Street Fighter. Die sieht auch nice aus. Ich entschuldige mich schon mal fürs Schniefen. Es sind schon wieder 20 Grad und ich bin natürlich mit Jeans hergefahren und Motorradhose drüber, wie das so ist. Ja, hier sind auch nochmal, ist auch nochmal eine Street Fighter. Kurios. Ja, also hier ist alles dabei, alles, was das Herz begehrt. Ja. Pff, verrückt. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon wieder hier bin. Das ist ja nicht normal. Hier haben wir noch eine KTM. Nein, das ist keine KTM. Wie heißen die? Oh, mir fällt der Name nicht ein. Schande. Tja. So, also, Ducati Street Fighter V2 wird es bei mir nicht, ja, weil die hat in meinen Augen zu wenig Dampf. Ja, aber ich denke, das ist eine Spaßmaschine. Ja, also auf der langen Geraden würde ich sagen, auch beim Überholmanöver, da fehlt so ein bisschen der Druck in meinen Augen. Aber für den Fahrzeugpreis, man muss wissen, was man will. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, also für den Preis, gutes Angebot. Und man muss sozusagen, du kriegst volle Hütte. Ja, also für 18.000 Euro hast du drei Modis. Das kostet, ist nicht aufpreispflichtig. Du hast einen Quickshifter. Du hast alle Assistenzsysteme, die du dir vorstellen kannst. Was will man mehr? Ja. Und Serviceintervall sind alle 12.000 Kilometer oder 24 Monate, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich korrigiere das aber nochmal, schreibe das nochmal unten rein. Ja, das sollte es gewesen sein. Ich bin platt.
Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da und vor allem auch bei Ducati Apple reingehauen. Ace!